Und damit willkommen zurück hier bei Civilization Brave New World. Ja, ich glaube, ich habe hier diese Stadt das letzte Mal vergessen mit Produktion umzustellen. Genau. Da unten hätten wir nämlich noch ein schönes Feld, da hätten wir noch ein schönes Feld. Allerdings nur 3 Nahrung plus. Ich gucke gerade mal drüber, sehe jetzt aber nicht wirklich etwas, wo wir uns 3 Nahrung einsparen können. Allgemein sehr viel Zeug da, ne? Aber ich würde jetzt nicht wirklich sehen, dass ich mir da etwas sparen könnte. Da oben fehlt mir dann genau eine Nahrung. Den könnten wir da runtersetzen. Dann hätten wir Stagnation für die Stadt. Das ist natürlich eher schlecht als recht. Von daher nehmen wir das Feld. Dann machen wir ein bisschen mehr Gold. Wir könnten natürlich auch die Geländefelder mal zurücksetzen und das da machen. Dann haben wir 28 Produktion. In Osaka allerdings halt keinerlei Spezialisten mehr, ne? Ich sehe schon, ich sehe schon, ich sehe schon. Ja, 28, mehr komme ich nicht. 35, ja, gut, okay. Das ist natürlich eher mies, ne? 14 Gold. Bah, ich mag das eigentlich so nicht. Allerdings wird mir soweit nichts anderes übrig bleiben. Ja, wir lassen das einfach mal eine Runde, haben wir jetzt gespart. Wow, super, ich bin hier stolz auf mich. Yay. Gut, 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 gut. Ja, mein Plan. Washington, oder beziehungsweise Amerika anzugreifen. Jak ci się podoba moja oferta? Würde nur dann funktionieren. Gold pro Runde. 7, bitteschön. Danke sehr. Würde natürlich nur dann funktionieren, wenn ich hier Pikachu weg habe, weil sobald ich meine Einheiten von hier wegbewege, das schon Artillerie. Ah, sieht's nicht mehr ganz so lustig aus für mich. Weil dann wird er hundertprozentig zu mir ankommen. Wir fahren gerade mal ein bisschen zurück. Ich will schon mal ein paar Einheiten in Stellung bringen. Welt, Ideologie, Autokratie. Nee, wir sind in Ordnung. Also in der, wie heißt das? Japanischen Ordnung, in der Ideologie-Ordnung. Nächste Runde, gerne. Ich glaube, da ist auch nur Äthiopien drin. Was hast du denn da? Weltkriegsbomber, 3 Digger. Jo, passt. Was hast du schon? Bomber, Jäger, whatever? Sehen wir dann irgendwann. Verbindende Handelswege plündert. Ah, stimmt, Kasimir und Pikachu sind ja im Krieg. Können wir das nutzen? Können wir das nutzen? 1, 2, 3. Dreimal Dings habe ich schon gesehen. Artillerie, was eher schlecht wäre, aber er hat derzeit nur einen Flieger. Kavallerie. 1, 2. Hat eine Artillerie irgendwo verloren, beziehungsweise die wird da sein, wo ich sie nicht sehe. Das Öl dort oben plündern wäre nice. Sehr nice sogar. Eine Produktion wie in Kyoto. Dort nehmen wir. Oh, super. Viele schöne Dinge. Aber ich gucke gerade mal hier noch nach. Eine Waffenkammer. Dass die Einheiten, wenn die hier schon gebaut werden, ordentlich Upgrades bekommen. Apropos ordentlich Upgrades. Du Schiff kommst mal zurück, weil rein theoretisch müsste ich dich aufwerten können. Genauso wie hier meine 160 Gold. Ja, machen wir das. Was kann ich mit euch machen? Machen wir. Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Also ja, da brauche ich auch nicht. Ich habe keine Kanone. Doch, da ist die Kanone. Ich kann noch keine Artillerie machen. Also Artillerie sollten wir haben. Jetzt habe ich nicht nachgeguckt, was ist. Äthiopien ist mir egal. Äthiopien ist mir egal. Verbündet euch lieber gegen Amerika. Das wäre durchaus wichtiger. Der Kreml in Worsche. Jawohl, klar, Logo. Die Idee ist gerade. Okay. Es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. U-Boot. Einheit benötigt Befehle. Ich kann euch noch weitermachen zu Weltkriegsinfanterie. Ja, dann machen wir das doch zu Weltkriegsinfanterie.
Da ist es gut. Das Schiff könnte ich machen, rein theoretisch, zu einer Fregatte, wenn ich das notwendige Gold hätte. Wie lange dauert es, bis ich 6 Runden, bis ich meine Schlachtschiffe habe? Ist in Ordnung. Mein U-Boot, U-Bootet mal bitte weiter nach oben. Ah, Kupfer, ich hätte es so gerne. Einen, das nicht Handelsweg einrichten mit 15 Gold. 15 Gold. Ja, da sage ich doch gerne nicht nein dazu. Sehr schön. Nächste Runde. Wir werden noch ein paar Frachter bauen müssen. Ich habe noch diese blöden Frachter da, ne? Naja, gut, okay. Aber ich habe bisher noch nicht die anderen gesehen. Wobei, Amerika könnte ich mir vorstellen. Sehe ich nur nicht. Jerewan. Oh. 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 Amerika, was macht ihr denn da? Wollte gerade sagen, Eisenbahn sah schon so aus. Ich glaube, Amerika ist nicht mehr so darauf besinnt, friedlich zu gewinnen, ne? Beackere mal die Pferde. Wenn du auch wollt. Okay, Handelsweg einrichten. 14 Gold. Ja, mach mit Warschau. Ist in Ordnung. Einheit benötigt viele. Meine Weltkriegsinfanterie, bitte in Bereitschaft. Bereitschaft. Das U-Boot U-Bootet weiter nach oben. Ach, guck mal an. Mein Frachter. Nächste Runde. Ja, wir werden jetzt Militäreinheiten raushauen bis zum geht nicht mehr. Das bleibt mir nichts anderes über. Ich bin jetzt gerade am überlegen, wie ich all meine Städte mal den Produktionsfaktor, Produktionsfokus auf den Stadtfokus. Lali, nur da Kabu, der ist doof. Will ich meine Städte umstellen auf Produktionsfokus? Ah, okay. Amerikaner haben tatsächlich diese coolen Frachter. Ich wollte schon sagen, wir sind nämlich eigentlich in diesem Zeitalter, wo man sagt, da sind die Frachter gar nicht mehr so fremd. Die Frage ist nur die, will ich das machen? Weil ich verliere mir halt 95% die Leute hier raus. Bitte den mal rein. Ich lasse das. KV. Ich krieg sogar mehr Wissenschaft dadurch. Lassen wir. Das war klar. Ah, er kommt natürlich vom Dreierfeld. Wir müssen unbedingt diese andere Sache da noch machen. Halt, gib mir nochmal gerade her. Wie sieht's da aus? Ich guck das gerne mal an, immer wieder, ganz klärchen. Vor allem, weil die Werkstätten meistens unbesetzt sind. Nein, 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 hör auf. Ja, 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 ja. Jo. Jo. Da nehme ich sogar den Mali da in. Kauf. Das war blöd. Das ist blöde. Lass mal gerade gucken. Ja, kriege aber zu viel Kultur. Das kann ich nicht machen. Und ansonsten, ich könnte auf 3 Gold verzichten, ne? Das ist halt der Nachteil, wenn man das so macht wie ich, dann muss man halt regelmäßig vorbeigucken. Ich weiß, ich habe das erst letzt gemacht, aber ich war mir da so unsicher, ob das richtig war. Festsetzen, 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 Nee, den mal nicht festsetzen. Mach lieber mal den. Festsetzen, festsetzen. Da muss auf alle Fälle einer rein. Dann da festsetzen. So. Wir haben keine über und alles sind vergeben. In Ordnung. Ich mach das wirklich nur so. Anders da macht das in meinen Augen meist wenig Sinn. So. Was heißt wenig Sinn? Also, ich hab's lieber so. Ne, die anderen Felder lohnen sich nicht, da die Bürger festzukrallen.
Da oben waren wir schon. Okay. Da. Oh. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Kann ich irgendwo was austauschen? Irgendwo fällt was. Ja, ich habe gerade gespielt und mich da das Geländefeld hat mich angelächelt, aber dann würde ich einen Golf von dir wählen, den da jetzt rübersetzen würde. Ne? Auf der anderen Seite könnte ich mir fast schon sagen, machen wir das halt so und so, und dann kriegen wir zumindest eine Nahrung dazu, bis wir die andere Forschung irgendwann mal haben. Und dann sollte es mit der Nahrung auch wieder besser aussehen. Okay. Ist auf Stufe 8 die Stadt. Ist natürlich nicht ganz so toll. Oh, 32, cool. Stadtverteidigung könnte überall besser sein. 6 Runden, Hotel, ja, Kultur. Ich geb's nicht auf irgendeine Art und Weise, warum auch immer. Ist wahrscheinlich total blöd, aber egal. Äthiopien hat entweder Krieg oder Frieden geschlossen, aber ich glaube Krieg. Ja gut, mein Amerika ist da nicht ganz so... Oh, ich sehe da gerade was. Ist da nicht ganz so friedlich unterwegs. Tja. Man stellt sich auch nicht direkt neben die Artillerie, ne? Und noch Stadt. Kasimir... Nein. Genau, Kasimir hat hinten das eingenommen. Was war da gerade? Hatte Pikachu das da gerade echt eingenommen und Polen wieder zurückgeholt? Oder das kann sein, ne? Keine offenen Grenzen mehr. Das da und hier unten in Kyoto passt. Oh, lecker. Nö. Wir holen uns ein Weltkriegsbomber. Das Geländefeld ist ja noch gar nicht beackert. Au, das ist jetzt aber weniger gut. Nummer 4 Öl. Ja, kriegst deine offenen Grenzen, mein Freund. Ja, lass uns zusammenarbeiten. Ah! Achso, Siam. Ich wollte gerade sagen, die Ratte kann es doch gar nicht sein. Und ich muss dran denken, dass ich den da hier auch noch irgendwie wieder... Unterhaltungselektronik folgt einem Grundgesetz. Sie wird immer leistungsstärker und zugleich immer billiger. Das auf jeden Fall. Wenn ich dran denke, wie meine Eltern damals den ersten 286er mit nach Hause gebracht haben. Halleluja, war das Ding teuer. Das war also wirklich überhaupt nicht günstig. Also dafür hätte ich, glaube ich, 2 oder 3 meiner jetzigen Computers. 2. Ich will nicht übertreiben, aber 2 auf alle Fälle. Die waren echt sauteuer. Und wie der erste Bekannte mal den ersten Laptop mitgebracht hat, wobei Laptop hat man das ja gar nicht nennen können. Das war ja ein Totschläger. Damit hat man wirklich Menschen töten können, wenn man das denen einfach nur mal so auf den Kopf fallen lassen hat. Was das Teil gekostet hat. Alter Falter. Und heutzutage kriegt man das ja wirklich schon fast hinterhergeschmissen. Ja, nur fast. Okay, was dürfen wir denn klauen? Oh, aber ich hab's Richtige entdeckt. Super, da brauchen wir den Schwachsinn da nicht erforschen. Schade. Das hätte ich gerne. Ach, guck mal an, das sind, glaube ich, meine... Da sind meine Zeros. Atomzeitalter, kriege ich die erst. Dynamit, das bräuchten wir. Militärwissenschaft oder den Dünger nehmen. Ich würde sagen, wir nehmen den Dünger, damit... Eine Nation, die ihren Boden zerstört, zerstört sich selbst. Ja, genau. Denn damit hätten wir das, was ich nämlich haben wollte. Nahrung plus 1 bei Weiden. Plus 1 bei Plantagen. Plus 1 bei Bauernhöfen ohne Zugang zu Süßwasser. Und eine Nahrung von modernisierten Terrassenbaufeldern. Haben wir nicht. Aber egal. Ja, jetzt ist die Frage, will ich dahin oder will ich dahin? Die Ballistik ist halt cool, weil es Flugabwehrgeschütze und Maschinengewehr gibt. Flugabwehrgeschütze sind halt Nonplusultra. Und würde mich jetzt eine Runde länger dauern wie die Artillerie. Kann ich ohne Artillerie leben? Fragezeichen. Auf der anderen Seite, ich hätte das da auch gerne. Hm.
Neuschwanstein. Klauen mir die Amis das? I think so. Ja, ich meine, Radar wäre nicht, Ballistik wäre echt nicht verkehrt. Darüber zum Radar. Ach so. Gabo, du bist ja so schlau. Eine Runde. Okay. Warum zeige ich mal wieder eine Runde? Wie geht das da immer nur? Bin ja blöd. Wo sind wir? Da oben. Liebe Stadt, komm noch mal her. Wie sieht's denn jetzt aus? Du hast gerade mal trotz alledem nur eine Nahrung plus, weil so viel profitierst du davon nicht. Ich meine, ich könnte auf 4 Gold verzichten und stattdessen das nehmen. Von wo hat denn der den jetzt weggenommen? Wenn nicht von hier. Den hat er mir von da unten genommen. Sorry. Heieiei. Bin aber leicht erkühlt wieder mal. Es lag allerdings auch nur daran, dass ich an einem wirklich zugigen Ort habe arbeiten dürfen. Bäh. Hässlich. Sehr hässlich. haben wir Pferde da oben? Nö. Schafe? Nö. Vieh? Nö. Das ist nicht so. Ja, 25 Runden bis zur blöden Fabrik. Das ist... Mann. Liebe Stadt, das kann's doch nicht sein. Mal jetzt doch mal so. Ja, toll, super. Das sind gerade mal 2 Produktionen mehr, ne? Die Stadt, die bringt mich noch um. Das sind 20 Runden. 20 Runden. Ja, oder das da. 5 Nahrung plus. 4 Produktion. Ich meine, Kriegssache brauche ich da oben nicht wirklich anfangen zu produzieren. Das bringt nichts. Und die Dinger sind zu teuer. Dann hatten wir doch noch ein Schiff. Die können wir mal upgraden. Schon mal zur Fregatte. Das ist sehr schön. Hätte ich nicht noch irgendwo ein anderes Boot gehabt? Ich wusste es. Irgendwo war es. Pikachu schmiedet Pläne gegen mich. Gandhi ist im Atomzeitalter. Jetzt dauert's nicht mehr lange, bis meine Lieblingsmeldung kommt. Mere dost, kya is intezam mein aapki dilchaspi? Peace, mein Freund. Nope. Dann ist die Frage, wie sieht's aus? Was greift er an? Die Flügelhusaren von Polen? Ja, die können halt echt weit schießen. Sehr weit schießen. Ja, das habe ich auch schon herausgefunden, mein Freund. The question ist halt, ihn jetzt an... Oh, 2 große Generäle! Alter! Schlachtschiff. Für 390. Ja, dann bleib mal da. Beziehungsweise fahr mal in die Stadt rein. Und dann rekrüsten wir dich schon auf bei Zeit und Gelegenheit. Dich können wir auch aufrüsten. Na gut, jetzt kann ich natürlich nicht mehr nachgucken, zu was. Ja, du fährst mal da hinten runter. Dass wir mal sehen können, was da abgeht. Das ist ja seine einzige Stadt. Dann werden wir uns da hinstellen. Mit also mehr Zugang. Und ich habe schon wieder das Arbeitsschiff vergessen. Das müsste ich vielleicht kaufen. Inkarunak. Nope. Ich sollte mir vielleicht Frachter mal holen. Oh. Übel. Armschweine. Armschweine. Ihr werdet sterben. Qualvoll. Und erdrückend. Posen wird wohl wieder gerade zurückgeholt. Also wieder rückerobert.
Dann hat Pusen nur noch einen Bürger. Ich glaube 55%, was Leute fehlen. Ja, und ich war ja wahrscheinlich nicht der Einzige, oder? Der gesagt hat, Weltautokratie. Bäh, ne, so holt sich wieder. Zu wem gehören die Städte eigentlich? Ne? Amerika? Polen. Fregatte, das ist gut. Das ist gut. Vielleicht haben wir ja noch ein bisschen Glück. Also Flieger hat er keines. Wäre nicht schlecht, ne? Is the following trade of interest to you? Vorschlagen? Ich habe kein Salz? Weil Salz vorgeschlagen worden ist. Ja, gut. Ist nicht so schlimm. Gold pro Runde 7. Vorschlag. Na, dann hast du Pech. Dann hast du Pech, mein Freund. Was auch immer da geschehen gerade ist, sah komisch aus. Keine Ahnung. Ja, dahin bitteschön. Dort dürft ihr Abfang spielen. In Osaka. 3 Nahrung plus, aber es nützt wahrscheinlich rein gar nichts, ne? Viel gebracht hat es ja nicht. Haben wir da irgendwo ein Nahrungsfeld, was blöde aufgeteilt ist, eingestellt ist? Nö, da oben gehen wir halt 6 Nahrung, ne? Passt. Ist in Ordnung. Wasserkraftwerk wäre halt nicht verkehrt, ne? Wasserkraftwerk plus 1 Produktion in jedem Geländefeld an einem Fluss. Das ist hier all diese Felder, ne? Bräuchte nur 12 Runden. 12 Runden, entweder ja, dann nehmen wir das Wasserkraftwerk. 12 Runden für ein Flugzeug oder Wasserkraftwerk? Dann lieber das Wasserkraftwerk, lieber. Dann kriegen wir die Flieger schneller fertig. Viel schneller weg. Also bevor Polen hier die Hauptstadt komplett attackiert. Ja, 2 große Generäle, das ist vergebene Liebesmühe, die sind auch schon weg. Ramekane hat mit. Kriege mögen mit Waffen ausgetragen werden, doch sie werden von Männern gewonnen. Es ist der Wille der Männer, die folgen, und des Mannes, der sie führt, der den Sieg bringt. Eine Aussage von George S. Patton. Wofür stand nochmal das S? Ich weiß es nicht mehr. Dabei habe ich den Film toll gefunden, also Patton, der Film. Schöner Film, toller Film. Kann man sich auf alle Fälle mal angucken. Wasserkraftwerk hier unten würde sich natürlich auch lohnen. 15 Runden allerdings. Oder 15 Runden den Dreidecker. 6 Runden zum Opernhaus. Ja, haben wir so viel Aluminium? Dann hebe ich mir das lieber auf, nämlich für Kyoto. Ne? Ich mache hier oben. Es ist zum Heulen, es dauert alles so lang. Macht Fabrik. Inka Runakunaka, Wakai Ching Mikai Makipuraita. So. Oh, Mogadischu wird Probleme haben. Oh, sogar Riesenprobleme. Mogadischu wird fallen. Außer so kriegen wir das Panzerschiff weg. Weltkriegsinfanterie. Nee, war das normale Infanterie? Warum hat er da auf einmal 6 Flieger? Wo dann die her? Schwierig. Ah, ich kann mein Schiff zum Schlachtschiff ausrüsten. Sollte ich tun? War ja klar, Mogadischu, das war falsch. Das war nur normale Infanterie, ne? Ja, ja. Was heißt nur normale Infanterie? Hallo?
Die ist ja schon tödlich genug. Da rein. Doki hat ein U-Boot ge... Hab ich da nicht ein Schiff mal reingestellt? Hä? Ah ja, okay, die standen nur übereinander. Also jetzt war ich gerade verwirrt. Wie man sich vorstellen kann. Produktion wählen in Tokio. Mach mir Flugzeugträger. Dahin. Und... Dahin. Ja, ich hab's kapiert. Frachter kann man nicht steuern. Ich war gerade total irgendwie... Ah, da ist die. Da sind die MG. Na gut, das wird der nicht überleben, ne? Aber Pikachu wird eine Menge Flieger verlieren. Definitiv. Schlauste Idee ist das nicht. Na gut, es geht vom Schaden her eigentlich. Also Mogadischu wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn sie es einnehmen. Wir würden es zurück ein und befreien es wieder. Kriegen einen fetten Mali. Mali, ja genau. Wir kriegen aber fett Belohnung dafür. Also, und die Leute mögen uns halt. So richtig gehen. Aber 93er Stärke ist auch nicht so verkehrt. Was ist das da? Wellington und die im Krieg? Warum? Polen? Polen und Pikachu. Okay. Na, dann ist kein Problem. Kein Wunder, warum die sich da ordentlich in die Haare kriegen. Eine Weide. Du fährst vor. Das Schlachtschiff schauen wir uns mal an. Ist das nicht schön? Mhm. Vor allem hässlich gegen Flieger. Die Karavelle, die darf ich nun leider nicht mehr upgraden. Das ist schade. Das Schiff lasse ich mal da. Das Schiff lasse ich mal da. Ja, ich sollte hier oben anfangen, irgendwelche coolen Sachen zu machen. Ich will nicht die Produktion ändern. Nein. Ich will zwei Sachen gleich machen. Erstens ein Arbeitsboot kaufen. Ich will das Öl noch haben. Zunächst möchte ich hier nicht. Osaka. Eine Pagode. Mal gucken. Moschi. Kultur gibt es halt immer zwei. Zufriedenheit gibt es. Ah, bei der Pagode mehr. Dann machen wir das da. Nächste Runde. Oh, ich hätte auf die Uhr gucken sollen. Nein. Ach, egal. Schön. Lodge. Ja, ich sollte mich vielleicht echt in diesen Krieg mit einklinken, ne? Naja, aber nur mit einem Flieger ist das halt auch nicht so toll. Er hat nur zwei Weltkriegsbomber. Naja, gut, was heißt trotz alledem? Er hat sieben Flieger. Ein Jäger, der soll sieben Flieger, kann der doch niemals abfangen. Ja, da kommt er mit dem Flieger an und macht... es ist wieder Makabu-like. Ach, du heilige... Oh ja, okay. Amerika wird nicht angegriffen. Vergesst es. Das könnt ihr total vergessen. Die Galeasse muss da mal weg. Der Bomber bekommt... Kampfstärke gegen Städte oder Landeiner. Gegen Städte, na. Oh, Tribbelstädte. Ja, Kyoto, da brauchen wir noch ein paar Gebäude. Wow, der darf richtig schön weit fliegen. Das Schiff packen wir mal dahin. Ich will die Schlacht da oben sehen. Der Frachter frachtet bitte. Was hast du als letztes gemacht? 16 Gold mit Krakau. Mhm. Mach das. Mach das. Ach so. Was habe ich mir gekauft? Verstehe ich jetzt nicht.
Ich hatte doch gerade eben noch so viel Gold. Was habe ich mir gekauft? Habe ich irgendwas geupgradet? Habe ich eine Einheit? Ein Arbeitsboot habe ich mir gekauft. Ja, da war ja was. In Kyoto kaufen wir uns. Bauen wir uns. Ja, rein theoretisch müsste ich jetzt die Militärakademie machen. Nochmal 15 Einheiten EP dazu. Das wäre geil. Auf der anderen Seite wäre eine Fabrik halt ebenfalls geil. Und ich, Depp, hab natürlich mein Aluminium ausgegeben, ne? Nee, habe ich nicht. Also, warum darf ich kein Wasserkraftwerk da unten bauen? Ich habe schon irgendein anderes Kraftwerk gebaut, oder? Kann das sein? Das wird so sein. Was anderes geht ja gar nicht. Oh. Ja, aber rein theoretisch werde ich mir... Dreidecker. Ich brauche Dreidecker. Ich kann ja machen, was ich will. Nicht nächste Runde. Oh, Pflaube. Egal. Beenden wir halt am Anfang einer Runde dann die Folge. Das geht ja auch. Ja, wobei, wir können die Runde schnell abschließen. Wir haben ja eh nichts zu tun, außer zuzugucken, wie Mogadischu hier eins auf die Nüsse bekommt. Oh, ich könnte so richtig schön hier oben aufräumen mit meinem U-Boot. Gandhi ist zu einem Ärgernis geworden. Eins, dem man nur mit einem Krieg begegnen kann. Ich suche Verbündete. Kann ich euch dazu zählen? Du kannst zählen? Dann zähl mal meine Stimme davon ab. Ich will doch, dass Gandhi sein Lieblingstag erfindet. Äthiopien und Stadtstaat haben Schritten geschlossen. Mensch, Mogadischu. Oh, super. Ein Ölbohrturm macht... Oh, wir können so viel Flieger haben. Das ist geil. Ja, die eine Runde warten wir jetzt doch ab, ehe ich ihn hier da ausruhen. Der Flieger ausruhen. Das weg, nicht nächste Runde anklicken, sondern sagen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, in der wir dann die Fragen klären. Kann ich dem da oben überhaupt den Krieg erklären oder wie sieht's aus? Es wird ja immer hässlicher. Ach du Scheiße. Ach du. Oh. Wir könnten ihn mit jede Menge Handelswege plündern. Das würde jede Menge Gold bringen. 1, 2, 300 Gold plus. Wir könnten uns eine Einheit leisten. Und unter Umständen könnten wir da was reißen. Unter Umständen. Mit meinen 1, 2, 3, 4 Truppen. Aber er hat nicht so viel, ne? 1, 2. Wir klären das so beim nächsten Mal. Also, baba.